Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Game-Test auf unserem Kanal All Games Around. Heute zum Scania Truck Driving Simulator The Game. Das ist ein Simulator gemacht in der Kompetitive mit Scania, dem LKW-Hersteller. Kommen wir doch mal hier zu diesem wunderschönen designten Menü. Gibt's einmal den Unterpunkt Führerschein, wo man einmal hier alles austesten kann. Seine Fähigkeiten unter Beweis stellen kann oder eher nicht unter Beweis, sondern üben kann, um im Spiel natürlich ein richtiger Fahrer zu werden. Dann gibt es einmal Wettbewerb, der Garten und sonstiges. Gibt ja so schöne LKW-Wettbewerbe auch immer wieder, auch in Real Life, soweit ich weiß. Dann gibt es einmal gefährliche Strecken, zum Beispiel die Straße des Todes. Wer kennt sie nicht in der Reportage, bestimmt schon mal gehört, diese enge Bergpassage. Na, mit dem 40-Tonner. Nein, gibt es noch so andere Sachen wie Fähre. Also da habe ich mich noch nicht reingearbeitet. Ich habe das Spiel auch seit kurzem erst mir zugelegt. Freies Fahren kommen wir gleich. Dann gibt es einen Reaktionstest. Da werden bestimmt Bremsen und sonstiges und Ausweichen geübt, könnte ich mir jetzt vorstellen. Dann gibt es eine Galerie und Medien, zum Beispiel von Scania Fahrerwettbewerbe, die es so gibt von den Fahrern her. Scania-Busse und sonstiges. Natürlich alles von Scania, um ein bisschen Werbung reinzuknallen. Ist auch verständlich, ist deren eigenen Simulator. Dann gibt es hier nochmal einen Link zur offiziellen Scania Driving Game Webseite. So, dann gibt es hier unten nochmal Fahrerprofil, Option, Mitwirkender und Spiel beenden, aber dazu kommen wir bestimmt zum Schluss. freies Fahren. Geht's einmal zum Bonus-Level. Ich finde, das Spiel ist einfach toll designt, aber überzeugt euch einfach mal selber von dem Spiel. Sound könnte etwas laut sein oder leise sein, kommt ganz drauf an. Hier sehen wir kurz das Anfangsvideo, wie alles so schön aufgebaut ist und sonstiges. Escape oder Leertaste zum Überspringen oder irgendeine Taste. Hier sitzen wir jetzt in unserem eigenen kleinen, was ist es denn? Truck, genau, eine Zugmaschine. E-Motor aus, ist umweltsparender. Hier drin sitzt auch ein kleiner Mannequin oder Fräulein, so wie man das gerade eingestellt hat. Auch die Farbe kann man einstellen im Profil. Man sieht auch, ich weiß nicht, ob man sieht, die Lenkbewegung und sonstiges. Ist schon eigentlich recht cool gemacht. Schwarz fand ich auch richtig cool. Wir können uns ja die ganzen Ansichten ansehen. Auf 1 haben wir einmal die Fahrerkabine. Auf 2 haben wir Seitenansicht, 3 haben wir hier oben Rundumsicht, das ist praktisch zum Rückwärtsfahren. 4 haben wir auch nochmal so. Hier kann man also von oben gesehen, man kann hier aber auch nicht ändern. Das heißt, man fährt einfach nur nach rückwärts oder kann einfach den Truck von oben betrachten. 5 ist eine kleine Dachansicht, Nummer 6 ist einmal von vorne, also von der Front, unten vom linken Reifen würde ich sagen, ist das, ja, und das war's. Ich fahre immer auf 1 und auf 3 rückwärts meistens. Fahren wir doch einfach mal, und bevor wir fahren, kommen wir doch mal zur Innenausstattung des Teils. Auf der Leertaste haben wir einmal die Bremse, die Feststellbremse, die eigentlich wundert gerade, dass die wirkt. Die bremst bestimmt nur einmal kurz runter. Okay. Dann haben wir standardmäßig 2 Spiegel oben rechts und links eingebaut, dann die man auch wieder ausstellen kann. Dann haben wir rechts unten eine kleine Minimap. Dann haben wir links ein paar Spiegel und rechts ein paar Spiegel. Könnt ihr euch sicherlich denken, wofür die alle da sind. Auf R gibt es noch ein wunderschönes Radio. Da gibt es einmal den Musikplayer, wo ihr MP3s abspielen könnt, die ihr im Ordner reingepackt habt. Den Ordner findet ihr im eigenen Dateienordner unter dem Scania Ordner. Was das sein muss, müsste Music oder Musik sein. Und dann gibt es eine Besonderheit, sondern ein Radio-Stream. Da kann man auf den Link einmal klicken, wird man aus dem Spiel rausgeworfen. förmlich und wird zu der Webseite von scaniadrivinggame.com geleitet, und da wird dann auch nochmal erklärt,
wie ihr zum Beispiel den Link eures Lieblingsradiosenders, zum Beispiel 1Live, reinkopieren könnt und den dann hören könnt. Ich habe es ausprobiert. Momentan hat es noch nicht so richtig funktioniert. Vielleicht bin ich dafür einfach auch nur zu dämlich. Ausprobiert habe ich das Radio noch nicht. Was ihr hier könnt ihr nochmal schön aus dem Fahrzeug gucken. Was ihr dort seht, für eine schnieke Medaille, das ist bonusmäßig. Da kann man Bonuslevel sammeln oder sonstiges. So, wir wollen jetzt einfach unseren Anhänger einmal abholen. So schön auf Fußgänge hier achten. Man muss ja auch sehr auf die Geschwindigkeit achten, weil wenn man keinen Anhänger hat, fährt man natürlich schneller. Und die Lenkung ist natürlich etwas schwieriger, wenn man bei Kurven sofort wieder lenken muss. Ja, hier ist irgendwie die Einfahrt verboten. Frag mich nicht warum, aber der Anhänger steht ja auch da oben. Also fahren wir da mal hin. Was ich noch sehr schwierig finde, ist das Rückwärtsfahren mit einem Anhänger. Weil der will nicht immer so, wie ich will. Und ja. Ich fahre bestimmt jetzt gerade extrem falsch. Das wird er mir auch gleich zeigen. So, einmal schön auf den Schotterweg ausgewichen. Dann geht's einmal ab. Man hört auch sehr schön, wie der schaltet. Von außen hört man es noch mehr. So, hier sehen wir auch gleich schon unseren Anhänger, den wir einmal ankoppeln werden. Ein wunderschön Scania-mäßig Logo. Hier müssen wir einmal, glaube ich, wenden vorher, weil hier können wir nicht hin. Das können wir auch gerne machen. Demo Center gibt wieder 10 Punkte. Weil pro Mission gibt es nämlich Punkte, die dann irgendwie eingesetzt werden, ich weiß nicht. So, ich gehe mal auf die Ansicht. Wurde ja auch mal in Videos geschrieben, dass ich die Ansicht ändern soll. Wow, das ist das Problem nämlich, weil man muss erstmal ein bisschen Lenkung hier reinpacken. Heißt, nach dem Motto, 2 Sekunden auf die Lenkung. Hier geht zwar wieder im Normalzustand, muss man aber trotzdem nochmal lenken. Was man sehr schön sehen kann auf Ansicht nicht 2, sondern 3. Hier mit der Lenkung. So, wenn man schön drauf achtet. So. Der Anhänger wird einmal gerade gebogen, das wird ja nichts fliegen. Und wir müssen einmal die Ziel fahren. So ist die Ansicht doch ein bisschen schwieriger als erhofft. Deswegen gehen wir wieder auf unsere wunderschöne Nummer 1 Ansicht. Wir müssen den Anhänger zu unserem Demo-Center bringen, dort wo wir glaube ich gestartet sind, oder kurz auf dem großen Parkplatz einfach unterbringen. Dürfte aber für uns kein Problem werden. So, wir fahren mal eben. Auf vielen Strecken ist Begrenzung von 50 km/h. Aber auch auf der Hälfte der Strecken ist so. Das denke ich reicht mir nicht so vor. Fahre ich hier mal kurz rüber. Aber auf vielen Strecken ist eine Begrenzung von 90 km/h. Ich sag mal, mit Anhänger kriegt man die 90 km/h kaum rein oder schwierig rein. Aber man sollte doch extrem drauf aufpassen, weil das gibt jetzt in dem Sinne nicht so das Bußgeld. Aber trotzdem wird das irgendwie angerechnet. Oh, das passt nicht, oder? Oder? Doch, das passt so gerade. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das gepasst hätte. Aber Waffe kann man es ja ausprobieren. Hier müssen wir den natürlich nicht abliefern. Hier habe ich diese Münze gesehen. Die wollte ich mal für euch aufsammeln. So, 2 Bonusmünzen gefunden. So, wir nutzen einmal den ganzen Platz aus, damit der LKW-Anhänger, den muss man nämlich bedenken, dass der nirgendwo anratscht. Und dann gehen wir einmal zur Minimap, ist einmal markiert mit einem Fähnchensymbol oder rot-weiß gestrichelt, wie man den, ja,
der Abstand zu stellen hat. So, hier müssen wir einmal rückwärts fahren, was was ich hasse. Aber man kann nicht einfach sagen, so, jetzt fährt man einfach bis vorne, oder? So, manchmal fällt auch oft bei mir der Motor aus. Außenansicht. Nee, dafür ist nämlich noch die gestrichelte Linie. Also müssen wir jetzt rückwärts fahren. Zum Piepston habe ich herausgefunden, kann man es noch einstellen. So, wie ich schon gesagt habe, ist rückwärts fahren das Schwierigste für mich. Also werden wir jetzt gucken, dass das so einigermaßen hinhaut. Dann würde ich auch sagen, war das einfach kurz was von meinem Game-Test. Habe ich das Spiel angespielt. Und vielleicht kommen in den Ferien, habe ich mir vorgenommen, ein paar mehr Videos zu machen. Am 9. ist ja der erste Ferientag. Zwar habe ich da noch ein bisschen Fahrschule, aber das geht klar. Oh. Ja, das ist so die Erfahrung, dass ich nicht rückwärts fahren kann. Aber wenn ich jetzt fahre, ja, ich habe dafür die Geduld, dass Anhänger abgekoppelt. Schon habe ich einen Fehler, weil ich bin einfach zu ungeduldig für dieses Spiel und habe auch nicht so das Talent rückwärts zu fahren. Da finde ich das. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ich spiele auch so keine Rennspiele oder sonstiges. Also für. Ich bin eher so die Generation Ego-Shooter, aber. Nicht Generation, aber ich bin eher so für Ego-Shooter. Ja. Man kann den auch so nicht wie ankuppeln. Ja. Ich probiere das jetzt einmal kurz und. Ja, das wird so auch nicht passen. Ah, nicht Radio. Schon wieder verklickt. Ja, das wird so nicht passen. Auf jeden Fall finde ich das Spiel. Fahre ich einmal jetzt im Kreis rum und erzähle noch was dazu. Ich finde, das Spiel ist eigentlich richtig gut gemacht. Man kann hier auch Mods hinzufügen, habe ich gesehen, und sonstiges. Also, vielleicht modde ich da auch noch selbst mal was für. Ich kenne nämlich ein paar LKW, die von Scania sind. Auch vom Baumarkt her. Werbung mache ich jetzt mal nicht dafür. Das war schon wieder. Auf jeden Fall wollte ich mal gucken, ob ich dafür vielleicht nicht irgendwie ein LKW designen könnte. Einfach so mal just for fun. Aber ich muss gucken. Da seht ihr es, da war ein Unfall. Boom. Ich hätte auch schon mal, dass der LKW geflogen ist. Ich denke mal, so, Motor aus. Hier habe ich gut eingeparkt. Stört wohl keinen. Und wenn ihr das Video gut fandet, gebt einen Daumen nach oben. Wenn schlecht fandet, Daumen nach oben. Und wenn ihr Lust habt, abonniert mich doch einfach mal. Dankeschön und ja, mit dem Ast kurz vor der Windschutzscheibe verabschiede ich mich. Euer Allgames Around. Bis beim nächsten Game-Test oder Info-Video.